Wir Menschen träumen von Freiheit. Der eine wünscht sich finanzielle Unabhängigkeit, um zu reisen, andere wiederum mehr Zeit für die Familie und dann gibt es jene, die suchen die geistige Öffnung. Was auch immer Freiheit bedeutet, Problem hierbei, viele dieser Träume gehen nie in Erfüllung. Aber warum ist das so? Und wie können wir das ändern? Der Befreier in dir. Aktiviere ihn und du erlebst deinen Day of Change. Hier bei Welt im Wandel TV. Ewald. Du darfst anfangen. Ewald Schober, ich muss dich für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die dich noch nicht kennen, mit ganzem Namen erstmal benennen. Du bist Gründer der LCC Lebensschule, Coach, Mensch, Mann. Und heute geht es um den Befreier. Wie kommt es dazu, dass das Thema Freiheit auch für dich so wichtig ist? Wo fühlst du dich womöglich noch gefangen? Gehen wir vielleicht in die Vergangenheit zurück. Wo war ich gefangen? Ja. Okay? Wir Menschen, wenn du einen Menschen immer fragst, was willst du denn im Leben? Probieren wir es mal so auszudrücken. Dann kommen unterschiedlichste Dinge, wie zum Beispiel materielle Sachen, also im Außenbereich, materiell, finanziell, beruflicher Erfolg, gesundheitlicher Wohlstand, familiäres, was wir uns wünschen, was wir haben möchten. Wir haben ja Wünsche und die gilt es so zu erstreben. In Wirklichkeit durfte ich aber feststellen, umso mehr ich in meinem Leben erreicht habe, und das habe ich nicht nur bei mir festgestellt, sondern ich glaube bei jedem, es ändert sich unser Wohlbefinden kaum. Also probieren wir mal zu dem Befreier tiefer reinzugehen. Immer wieder, wenn ich sage, befreien und sagen, ja, ich weiß schon über Glaubenssätze und Traumen auflösen. Ja, das machen wir auch im Therapiezentrum, das ist ein sehr wichtiger Part. Aber das ist nur ein Teil davon. Das ist nur ein Teil des Ganzen. Probieren wir es mal so zu sehen. Unser Leben dominiert oder unser Leben wird dominiert hauptsächlich durch Sorgen. Aber auch durch Ängste. Also ich meine jetzt nicht die Angst, die natürlich ist. Also wenn ich am Hochhaus stehe und möchte runterspringen und bekomme Angst, ist eine natürliche Angst. Ich meine jetzt nur, damit ich mir denke, oh, wenn der schlecht ausgeht, dann könnte es so und so schlimm kommen und jetzt bekomme ich Angst. Also Sorgen bestimmen mein Leben, Ängste bestimmen mein Leben und sehr weit verbreitet Schuldgefühle bestimmen mein Leben. Mhm. Das sind drei Feinde, die wir haben und die sind im Endeffekt dafür zuständig oder verantwortlich, dass wir A, das Leben nicht genießen können. Schau mal, geh mal rein, Peggy, du hättest heute ein Riesenproblem, akut ist irgendein Problem gekommen, okay? Und du gehst jetzt raus in die Natur, normalerweise nimmst du das alles wahr und genießt es, aber an dem Tag werden wir keine Chance haben. Wir nehmen es gar nicht wahr, wir nehmen alles in unserer Welt eigentlich gar nicht wahr, weil wir immer wieder abgelenkt werden von dieser Sorge oder von dieser Angst oder weil wir das Erlebnis gehabt haben, dass wir wieder ein hohes Schuldgefühl, aus welchem Grund auch immer, haben. Diese drei dominieren uns und halten uns vom Genießen ab, halten uns vom Leben ab. Also verlieren wir Lebenszeit. Jetzt fragst du jemanden, was ist dein Wunsch? Und sagt er, ah, ich möchte gesund werden, ah, ich möchte mehr Geld haben, ah, ich möchte jetzt da und da raus oder so. Ja, das ist die Oberfläche. Die Frage ist ja, wenn ich auch das erreicht habe, das Maß an Sorgen, Schuldgefühle und Angst bleibt. Warum? Weil wir unser Gehirn so konditioniert haben. Das heißt, das Gehirn ist einfach da und sucht sich immer wieder eine neue Sorge, eine Angst und Schuldgefühle und dreht sich da drin. Auch wenn wir die Sorge weg haben, denkt mal alle darüber nach, wir sagen oft, aber wenn ich die Sorge weg habe, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und sind wir es dann? Maximal kurz, aber im Regelfall kommt ja schon wieder eine neue Sorge. Und das nicht einmal, die eine Sorge ist zu Ende, also erledigt, und dann kommt die neue, sondern meistens greift die ja schon wieder in sich. Also bei dem einen sind wir gerade dabei, die Sorge oder die Angst wegzukriegen, und zack, kommt die andere. Das heißt, wir können alles probieren zu erschaffen. Es wird uns nichts bringen, wenn wir weiterhin in Sorgen, Ängste und Schuldgefühle leben.
Und das ist in Wahrheit das Gefühl, nicht ich will, also es geht nicht darum, eigentlich geht es gar nicht um Freiheit, es geht in erster Linie darum, ich fühle mich gefangen. Und das wollen die meisten erstmal nicht fühlen. Ja, ich glaube, es ist uns nicht bewusst. Es ist uns ja gar nicht bewusst, in welchem Paradigma wir uns bewegen. Schau mal, man sagt immer, der Mensch ist unglaublich mächtig. Glaubst du das auch? Ja. Kann der Mensch erschaffen? Ja. Kann der Mensch fast alles erschaffen? Soweit er es für möglich hält. Sehr gut. Okay. Ich habe von dir viel gelernt. So, wir Menschen, das ist kein Motivationsspruch, wir können nahezu alles erschaffen. Ich erkläre auch gleich, wie. Wir können alles erschaffen. Das ist kein Spruch. Wir sind eine dauerhafte Schöpfungsmaschine. Jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde erschaffen wir uns wieder. Jetzt werden viele Zuschauer sagen, ja, wie erschaffe ich mich? Nochmal, stell dir mal vor, ab heute triffst du eine Entscheidung, dass du mit keinem Menschen mehr sprechen willst, weil alle Menschen blöd sind. Du hast jetzt diese Einstellung, diese Überzeugung. Würde sich jetzt, hast du jetzt etwas Neues erschaffen? Ja. Ja, klar. Ja, vielleicht, weil du dann mehr hörst. Du hast dich selber verändert. Ja, okay? Genau, du hast alles geändert. Du hast dich verändert. Du gehst auch her und nimmst keinen Kontakt mehr mit Menschen auf. Beispiel, okay? Mhm. Jetzt habe ich etwas Neues erschaffen. Erschaffen heißt ja immer, dass ich an etwas glaube oder etwas als wahr erkenne oder eine Entscheidung treffe. Aber wir erschaffen auch unbewusst. Leider. Und das ist ja das Thema, sonst wären wir doch alle schon frei, wenn es doch so mit einer Entscheidung gelöst wäre. Es ist aber so einfach, wir kommen gleich drauf. Schau mal, wir erschaffen uns, in diesem Beispiel erschaffen wir uns neu. Okay? Das heißt also, wir nehmen jetzt keinen Kontakt mehr auf und auf einmal dreht sich auch die Wahrnehmung. Wir werden auf einmal so viele Beweise haben für das, was wir tun, dass wir richtig sind. Wir werden vielleicht Menschen kennenlernen, die genauso eine Entscheidung getroffen haben. Wir sind auf einmal in einer anderen Wahrnehmung und jetzt kommt's. Und somit bildet sich eine neue Wahrheit. Kannst du damit was anfangen? Ja. Also, kennst du den Satz, wenn wir oft zu Kindern sagen oder auch unter Freunden? Ach, das bildest du doch nur ein. Habe ich oft gehört. Einbilden ist der erste Schöpfungsakt. Wenn ich mir etwas einbilde, dann bilde ich mir ein, das ist so. Wenn das jetzt nicht zum herkömmlichen Weltbild passt, dann sagen wir zu Menschen, ach, das bildest du dir nur ein, das ist nicht die Wahrheit. Und da ist die Krux. Alles, was ich glaube, was ich mir einbilde, wird Wahrheit. Warum? Weil ich die Wahrnehmung verändere. Okay, ich sehe auf einmal Beweise dafür oder bilde sie mir ein. Aber wenn du Schöpfer bist, ist es schon geschehen, dann ist es schon da. Nur du siehst es noch nicht. Ganz genau. Wir sehen das ja immer erst auf Augenhöhe. So, und in dem Moment, wo ich meine Wahrnehmung verändere und darin bestätigt werde, bildet sich eine neue Wahrheit. Und dann sage ich, das ist so. Jetzt ist meine Frage. Sorgen, Ängste, Schuldgefühle halten mich vom Leben ab, nehmen mir meine Schöpferkraft, weil ich ja immer wieder dort hineingehe mit meinen Gefühlen und meinen Gedanken. Das bedeutet, ich erschaffe mich nicht neu jeden Tag, sondern ich schaffe mich für morgen in der gleichen Version wie die letzten Jahre. Wir erschaffen uns permanent in der Version, wo wir waren, weil wir denken, das ist so. Spreche ich jemanden auf Sorgen, Ängste und Schuldgefühle an und sagt jeder, ja, die brauchst du, ja, das ist ja normal. Und jetzt stelle ich die Frage, warum brauchst du sie? Ich sag dir warum. Er hat gar keine Vorstellung, was er mit Freiheit anfangen würde. Also wenn du jemanden fragst, was ist denn für dich Freiheit? Da sollten wir vielleicht erst mal ansetzen, wenn man schon von Freiheit spricht. Dann sagen die meisten, jo, keine Ahnung, sie wollen mit der Freiheit irgendwas anfangen und wissen aber nicht was. Und dadurch haben sie keinen Begriff dafür. Weil wir es bisher außer im Kindesalter nie gelebt haben. Also ein Kind hat normalerweise keine Sorgen, okay? Eine natürliche Angst, ja, aber keine Zukunftsangst. Aber wir prägen es bereits in jungen Jahren mit den Schuldgefühlen. Du warst jetzt böse, du gehst jetzt aufs Zimmer und denkst mal drüber nach, was du uns angetan hast. Okay? Wir erziehen ja mit Schuldgefühlen. Sagen wir, kennen dieses Leben gar nicht, ein Leben ohne Sorgen, Ängste und Schuldgefühle. Das kennen wir. Sodass wir in Ordnung sind, egal welchen Fehler wir machen. Das ist in Ordnung, genau. Und wir denken, mal, das ist normal, das kann man ja nicht verändern. Sorgen, Ängste, Schuldgefühle hat halt einfach mal der Mensch. Also probieren wir,
mehr Geld zu haben, mehr Gesundheit zu haben oder egal wie auch immer, weil wir glauben, dann haben wir keine Sorgen mehr. Und das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Sondern wir suchen uns wieder eine neue Sorge. Das bedeutet Freiheit. Ich habe das immer probiert zu beschreiben, wie wäre ein Leben ohne Sorgen, Ängste, Schuldgefühle, wie ich das entwickelt habe. Und ich konnte es nicht beantworten. Wie, du konntest es nicht beantworten? Ich konnte es nicht beantworten. Ich habe gesagt, es müsste gut sein. Es müsste super sein. Das ist eigentlich nur Spaß. Wenn Freude, auch, Leichtigkeit. Glaub mir's, Peggy, ich und so viele Teilnehmer, die diesen Day of Change schon erlebt haben, gibt es ja diesen Day of Change, demnächst auch wieder der Befreier zum Thema Sorgen, Ängste, Schuldgefühle. Da schreiben mich 80% an, oder die bekommen mit, die sagen, jetzt tatsächlich, auf einmal hat sich was verändert. Und bei mir war es so, ich bin in der Küche gestanden und habe zu meiner Frau gesagt, sage ich, irgendwas ist anders, sie weiß nicht was. Ich nehme alles so wahr, alles ist so extrem gut, ich habe so eine unglaubliche Kraft, ich habe so Freude in mir, ich blühe richtig auf. Und dann sagt sie, was hast du denn da? Und wir sind wirklich ein paar Stunden nicht drauf gekommen, bis ich gesagt habe, das ist das Leben ohne Sorgen, Ängste und Schuldgefühle. Das heißt, es macht mir nichts mehr klein und ich lebe meine Schöpferkraft wirklich. Jetzt verwende ich nicht mehr die Zeit für Sorgen, Ängste, Schuldgefühle, was ja das Negative erschafft, sondern jetzt nehme ich vom Naturell aus den Griff, um in die Freiheit und in die Stärke und in die Neuerschaffung zu gehen. Aber dann sind wir ja wieder in der Zukunft. Wenn doch aber der Zustand jetzt gerade Sorgen und Schulden sind. Schuld und Schulden Gefühle. Ist ja auch schon wieder klasse. Aber Schuldgefühle, das führt zu Schulden irgendwann. Definitiv. Schuldgefühle, ja, das ist wirklich so. Schuldgefühle erledigen uns. Ja, genau. Aber es ist wirklich so, dass wir dann aber noch nicht es sind. Wir wollen wieder etwas, um zu bekommen. Das heißt, wir sind ja wieder in diesem Optimierungswahn, also, Veränderung, und trotzdem ändern wir die Basis nicht. Derjenige, der wirklich mal ein Leben erfahren hat, ohne Sorgen, Ängste und Schuldgefühle, der ist nicht immer der große Zukunftsplaner und Zielesetzer. Nee. Der genießt das Leben, der sagt vielleicht, ach, das möchte ich noch gerne erleben, das wäre cool, und geht die Richtung. Aber er sagt nicht, ich habe dieses Ziel, ich muss es schaffen bis zu dem Tag. Schon. Sondern ich bin es ja, ich habe viele Präferenzen, viele Vorlieben, wo ich sage, ach, das möchte ich erleben, ach, das, die Rolle möchte ich noch gehen, auch das möchte ich erschaffen. Aber ich brauche es ja nicht, das ist ein Weg, dann der ist er mir frei. Gefällt. Dann ist er frei Schuld. Jetzt sind wir bei der Freiheit. Freiheit beginnt ein Leben ohne Sorgen, Ängste und Schuldgefühle. Und wenn ich das Leben habe, dann bin ich totaler Schöpfer, totaler Genießer, ein lebensfroher Mensch. Etwas, was es eigentlich nicht gibt. Aber kommen wir zurück, Peggy. Wenn ich mir Menschen frage, ja, warum hast denn du Sorgen, Ängste und Schuldgefühle? Da stottert ja jeder rum. Ja, ist normal, gibt es vielleicht jemanden ohne Sorgen, Ängste? Das ist ja gut. Sag, warum? Ja, weil wenn ich nicht die Sorge hätte, würde ich mich nicht drum kümmern. Ich muss wachsen, ich muss lernen, kommt dann. Okay, das ist immer das Beste. Das ist das spirituelle Antwort. Ja, ich muss genau. Mich optimieren. Ja, wir gehen ja angeblich in der Schule. Also in der Schule. Das sind karmische Lektionen. Genau, ich muss jetzt lernen. Glaubst du, dass die Wahrheit stimmt? Stimmt die Wahrheit? Die karmische Geschichte. Ob das stimmt? Ja, dass das Leben eine Lektion ist, eine Lehre, also eine karmische Wiedererfahrung. Also ich benenne es nicht so, sondern ich nehme die Situation, wie sie sind, und versuche eine Lösung zu finden. Okay. Aber ich benenne sie nicht in so einer Struktur. Was würdest du denn sagen? Stimmt das? Ja, wenn ich Schöpfer bin, ist es einfach nur die... Also ich bin das Ergebnis dessen, was ich gedacht, gefühlt und getan habe in der Vergangenheit. Diese Wahrheit der... sagen wir mal, das Karmas zum Beispiel, die funktioniert und hat seine Beweise. Gerade im Buddhismus wird das sehr gelehrt. Das leben ja die Buddhisten, verstehst? So, das, ich meine, es ist ja eine Wahrheit, das kommt ja nicht von irgendwo her. Das ist alles erschaffen von dir. Die stimmt. Und sie stimmt genauso wenig, wie sie stimmt. Richtig. Sie stimmt und sie stimmt nicht. Der sagt, das ist meine Wahrheit, taucht dort ein, verändert sich die Wahrnehmung und somit bildet sich eine Wahrheit und er ist drin. Die das bestätigt. Genau. So, ich schaue mir das an und sage, okay, das würde sich wiederholen, Karma, du bekommst da auch wieder deine Strafen und deine Prüfungen. Will ich nicht. Das ist mir zu blöd.
Ich finde das doof, so ein Leben will ich gar nicht. Und deswegen erkenne ich es nicht an. Und wenn ich es nicht anerkenne, ist es nicht meine Wahrheit. Ich weiß schon, jetzt kommen manche Zuschauer durcheinander und sagen, echt, ist das so? Sag ich, schaut euch doch mal alle an. Momentan, Politik ist doch so geil. Da kommt irgendeine Wahrnehmung, die wird durchgesetzt und die anderen wehren sich dagegen, weil sie eine andere Wahrnehmung und somit eine andere Wahrheit haben. Und jetzt kämpfen wir. Es ist ja nie die Frage, was ist richtig oder was ist falsch, sondern die Frage ist, welche Wahrheit wähle ich? Und ich wähle die Wahrheit, dass es einen Menschen gibt, ohne Sorgen, Ängste und Schuldgefühle. Das ist aus meiner Sicht das Allerhöchste überhaupt. Aber dann können wir doch mal, jetzt muss ich eine kritische Frage stellen. Ich liebe dich, aber das okay. Kommt mir gerade. Ich habe Angst. Wenn du das Wort Schuld überhaupt in den Mund nimmst, gibst du der Schuld ja auch die Wahrheit. Das heißt, du hast auch selbst Schuld erschaffen und glaubst, dass es Schulden überhaupt geben kann. Ja. Oder dass es Sorgen geben kann. Ja. Wenn du aber sagst, ich entscheide, dass es die nicht gibt, hast du sie auch nicht. Genau. Ja. Habe ich es verstanden? Ja. Ja, genau. Super. Also, du hast jetzt vorher gesagt, es ist ja, wenn es so einfach wäre mit einer Entscheidung. Ja, das ist so einfach. Also, vielleicht nicht ganz so einfach. Wenn du zum Beispiel auf diesen Day of Change bist, den kann jeder buchen für mini-kleines Geld. Wenn ich auf dem bin, dann führe ich dich in eine Welt, wo du sagen wirst, Sorgen, Ängste und Schuldgefühle, das wirst du nicht gerade sagen, sondern du stimmst mir wirklich von innen aus zu, ist eine reine Erfindung des Menschen. Die gibt es überhaupt nicht. Die gibt es nicht. Schuldgefühle sind Kinder der Vergangenheit. Das hat damit heute nichts zu tun. Das heißt, sind Kinder der Vergangenheit. Sorgen und daraus resultierende Ängste sind die Töchter der Zukunft. Ich lebe im Hier und Jetzt. Jetzt habe ich die Möglichkeit, in die Vergangenheit, in die Schuldgefühle einzutauchen oder in die Zukunft, in die Sorge. Meine Frage, was erschaffen wir jetzt? Neues. Neue Probleme, neue Schuldgefühle. Also im Grunde die Energie abziehen von den Sorgen in der Zukunft und im Jetzt und Hier erstmal glücklich sein. Ja, wenn ich im Jetzt und Hier bin, dann höre ich, wenn ich dieses Erlebnis gehabt habe und weiß, wie ich Sorgen, Ängste und Schuldgefühle abstelle, die Technik bekommst du, A, durch eine Entscheidung, B, noch eine Technik, dann bist du in der Lage, das wirklich für dein ganzes Leben abzustellen. Und das ist Freiheit. Das ist totale Freiheit. Kannst du dir das vorstellen, wie das ist? Du stehst morgens auf, du hast nicht mehr den Gedanken, ach Gott, ich muss mich um das Thema kümmern. Und, hätte ich das damals nicht gemacht, verstehst du? Das sind ja unsere Gedanken mitunter. Bei dem einen massivst ausgeprägt, bei dem anderen ein bisschen, aber haben tut es jeder. Und das gibt es gar nicht. Es gibt es nicht und wir haben es erfunden und leben es und hinterfragen es nicht einmal mehr. Ja, die Sprache und das Wort selbst ist ja auch unsere Schöpfung. Es ist ja nicht nur Energie, es ist manifeste, also es ist ja schon der manifestierte Gedanke. Ja. Und daraus resultieren dann Taten oder Welten. Wir erschaffen ja mit den Worten Welten. Sogar Welten, ja. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Wort verwenden, ist es real. Ja, es geht immer nur, ja, absolut. Es wir beglaubigen aber, es. Es geht um die innere Einstellung. Also wenn du zum Beispiel auf diesen Day of Change die Entscheidung triffst, nachdem, dass ich dir alles erklärt habe und du sagst, so, jetzt ist Schluss. Ich will dieses Leben mit Sorgen und Ängsten und Schuldgefühlen nicht mehr leben. Es ist jetzt Schluss, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Ich wende das an und triff eine Entscheidung, ich wende mich ab von Sorgen, Ängsten und Schuldgefühlen, weil es eigentlich nicht gibt und total sinnlos ist. Es ist das Sinnloseste, weil es hat noch nie eine Sorge zu irgendetwas Worauf geführt. Sollen wir uns dann fokussieren oder konzentrieren? Aufs Leben. Aufs Leben. Nur auf das Hier und Jetzt. Mir geht's super. Natürlich denke ich auch in die Zukunft, weil ich sage, was will ich denn eigentlich erleben? Was will ich noch alles erleben? Aber daran erkennst du ja auch erstmal, wie du überhaupt denkst. Mhm. Also du realisierst ja dich selbst, während du darüber nachdenkst, wenn du dich auf positive Dinge fokussierst, wo da noch was hochkommt. Und in dem Moment sind es aber Gefühlte, du musst sie nur nicht benennen. Genau, Peggy. Schau, wenn wieder jemand sagt, ich muss positiv denken, dann sage ich, viel Spaß, es hat eh noch keiner hinbekommen von euch. Ihr müsst hergehen und die Sorgen, Ängste und Schuldgefühle abstellen, weil erst dann bin ich in der Lage, authentisch vom Gefühl her immer positiv zu denken und zu fühlen. Es geht ja nicht, wenn die Sorge wiederkommt. Ich habe einen interessanten Einwand. Ich empfinde ihn als interessant. Wenn ich jetzt etwas Neues mache, kommt ja ein Schuldgefühl oft hoch, weil wir nicht wissen,
wie reagiert der Partner? Oder was ist, wenn der Partner jetzt sagt, nee, das will ich nicht? Oder man kündigt jemanden. Das ist doch kein Schuldgefühl, das ist eine Sorge. Aber wenn man was tut für sich selbst, ja, haben viele dieses, oh je, ich denke jetzt an keinen anderen, jetzt mache ich mal was und lasse vielleicht mein Kind zu Hause. Okay. Oder dann bist du immer auch in diesem Modus, schlechtes Gewissen. Mhm. Ja? Ja, okay. Was sagst du denn dazu? Ja, nochmal. Wenn ich sage, Sorgen sind nutzlos, dann heißt es nicht, dass ich mir eine möglich bedrohende Situation nicht anschaue. Ich schaue sie mir nüchtern an und treffe eine Entscheidung, was ich tue. Der, der das mit Sorge sich ansieht, der taucht bereits in dieses Szenario mit seinem Gefühl ein. Und unser Gefühl ist das mächtigste Werkzeug des Erschaffens. Das bedeutet, jetzt erschaffe ich weitere Sorgen. Ich bleibe immer drin. Das Leben ist eine Kopiermaschine. Ich bleibe immer drin. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du es stoppst. Und ab diesem Zeitpunkt beginnst du von deinem Naturell heraus zu wirken. Du wächst deine Ressourcen. Wir werden wieder am Day of Change, du meinst es, machen wir immer so unglaubliche Dinge in den Seminarraum, die wirklich normal nicht gehen. Normalerweise gebe ich den Menschen eine Technik dazu, wie sie dort reinkommen. Dieses Mal, also beim Befreier, gibt es keine Technik. Gar nichts. Sondern erst wenn wir die Sorgen, Ängste und Schuldgefühle abgestellt haben, braucht er gar nichts mehr. Und der kann Dinge in seinem Leben, wo er vor sich selbst Ehrfurcht bekommt. Weil deine Ressourcen nach oben kommen und werden nicht mehr gedeckelt. Welche Fähigkeiten besitzt der Befreier? Der neue Mensch? Der Befreier, der ist immer gechillt. Der Befreier ist, je nachdem, was er sein will, ich würde jetzt mal sagen, höflich, charmant, zuvorkommend, helfend, schaut aber natürlich auch auf sich. Also der vergisst sich nicht dabei. Der lebt im Luxus, ist aber auch geistig da. Also der lebt Gefühl. Der schließt nicht das ein oder andere aus, wenn er es will. Wenn wieder jemand sagt, ja, das geht ja nicht, weil es steht ja schon in den Religionsbüchern, du musst leiden, du musst in die Demut gehen, du musst auf Dinge verzichten. Aber ich sage, die Wahrheit stimmt, wenn du sie wählst. Also ich würde die nicht wählen. Das wäre mir zu doof. Verstehst du, wenn manche Menschen sagen, ich muss vom Weltlichen ablassen, weil nur dann kann ich geistig nach vorne gehen. Sage, das stimmt, da hast du recht. Sagt er schon, oder? Sage, klar, aber die stimmt auch nicht. Du wählst die, du wirst es erfahren. Ich wähle das nicht, weil es mir nicht gefällt. Ich wähle was anderes. Ich wähle, überall in der Fülle zu leben. In der Liebe, in der Verbundenheit, in der Freude, im Spaß, in der Lust, im Wohlstand, im Reichtum, alle, hol dir alles, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Warum begrenzt du dich, wenn jede Wahrheit stimmt? Warum begrenze ich mich? Jetzt werden wir Schöpfer. Jetzt beginne ich mein Leben wirklich so zu bauen, wo ich bis heute noch nicht einmal als Kind daran gedacht hätte, sowas zu erträumen. Was erbaust denn du gerade noch? Ach, das willst du gar nicht wissen. Doch, will ich, deswegen frage ich. Ich frage doch. Peggy, ich kenne dich doch. Alleine meine Mission oder meine Vision, was ich halt liebe, Menschen dorthin zu bringen, dass sie nicht nur sagen, ah ja, wenn das geistige Feld gewagt oder so und ja, das ist schön und da wird sie mal was tun. Nein, ich möchte die Menschen aufwachen, dass wir nicht warten müssen, sondern du sollst aufhören, auf ein Seminar zu gehen und danach zu sagen, ah, das war gut, jetzt habe ich es verstanden und du setzt eh nichts um. Sondern wir müssen beginnen mit Techniken und Möglichkeiten und Visionen, wo der Mensch hergeht und sagt, so, jetzt habe ich mein Leben gedreht. Bums. Und das vielleicht mit Ansage. Schau mal, diese Mission, die ich habe, dass ich Menschen nach vorne bringe, weil ich einfach eine heile Welt schaffen möchte, weil ich das wirklich nicht für lebenswürdig ansehe, was wir tun. Dieser Kampf untereinander, diese Spaltung, total hirnverbrannt, wenn man diskutiert, stimmt jetzt das oder stimmt das? Es stimmt ja beides. Jede Wahrheit, die ich bewusst oder unbewusst wähle, muss sich bewahrheiten. Punkt. Punkt. Und da kommst du nicht raus. Und wir sind im 21. Jahrhundert und die Menschen sitzen dort hochentwickelt, hochgeistig und sagen, ja, das glaube ich aber nicht, dass das stimmt. Ja, das glaube ich auch nicht, dass das stimmt, weil das stimmt. Dann sagt der andere, aber ich habe die Beweise, dass meins stimmt. Sagt der andere, nein, nein, nein. Jeder hat seine Beweise, alle stimmt und wir sind zu beschränkt, weil wir da nicht eingeführt worden sind und meinen, wir unterliegen gewissen Mechanismen. Nein, wir unterliegen überhaupt keine Mechanismen.
Wir haben letztens in einer Forschungsrunde wieder ein Experiment gemacht. Da ist rein von der physikalischen Gesetzgebung und der mathematischen Berechnung ein Körpergewicht, also ich kann es ja sagen, du stellst dich auf Eier drauf. Richtige Eier, Peggy. Zwei Eierschachteln. Ja, ich verstehe schon. Eierschachteln nebeneinander. Das machen manche Menschen, das habe ich mal gesehen irgendwo. Das war witzig gefunden. Und da wirst du draufgehoben, weil wenn du drauf trittst, dann ist ja diese Gewichtsverlagerung gleich, dann bricht es ein. Okay? Die physikalische Gesetzgebung sagt, bis 80 Kilo bei 20 Eier geht. Mhm. Jetzt haben wir es getestet. Mhm. Bis 80 Kilo, jeder. Jeder, der bis zu 80 Kilo wog, konnte sich da draufstellen und kein Ei ist gebrochen. Jetzt habe ich gesagt, komm, machen wir doch mal, haben wir nicht jemanden mit 82 Kilo. Dann hat sich jemand gemeldet. Dann sage ich, gut, wir würden jetzt über dem, was geht, hinausgehen. Stellt sie drauf. Mhm. Mhm. So, jetzt haben wir dann geredet und sagen, ja, ist jetzt das die Wahrheit? Ja, das ist die Wahrheit, das ist ja so errechnet. Dann habe ich probiert, das vielleicht ein wenig in Frage zu stellen. Auf einmal ging, dann ist wieder einer eingebrochen, mit 83, dann der nächste, weiß ich, mit 85. Auf einmal, mit 86 bleibt einer stehen und es bricht nichts. Mhm. Und so haben wir weitergemacht. Geendet sind wir beim Weltrekord bei 104 Kilo. Auf wie viele Eiern? 20. Okay, was hat der anders gemacht? Wenn du die Wahrheit aberkennst, wenn er dich irgendwie verführen kann, in eine Wahrheit zu gehen, wo du sagst, warum soll das nicht gehen? Wenn ich da hineinkomme, wenn er mir das einbilden kann, verstehst? Wenn ich mir das einbilden kann, dann verändert sich meine Wahrnehmung und somit bildet sich die Wahrheit. Das bedeutet, wir Menschen, wir haben noch gar keinen blassen Schimmer davon, wie groß und mächtig wir sind, was wir alles erschaffen können. Das ist unglaublichste, also für mich bekannte Wesen auf diesem Planeten. Ich bewundere die Menschen und finde es so traurig, dass die Menschen unterm Teppich Fallschirmspringen gehen. Verstehst? Wir haben Sorgen, wir haben Ängste, wir reden unsere Probleme, erschaffen schon wieder das Nächste. Erschaffen uns wieder in der gleichen Version. Mhm. Wir kommen nicht raus, die materiellen Dinge können sie nicht verändern, wenn wir uns nicht verändern, wenn wir uns nicht erschaffen. Ich denke, diese Anleitung zum Thema der Befreier, Sorgen, Ängste, Schuldgefühle und eben die Schöpferkraft erfahren, denke ich, ist in dieser Art und Weise bisher noch nicht existent gewesen. Und immer wieder, wenn ich vergleiche, dass manche sagen, ja, aber ich habe da schon meditiert, ich meditiere 4 Stunden am Tag, da komme ich auch in ein tolles Gefühl, sage ich, das stimmt, absolut, hast du recht. Geil, sagt er. Aber die 4 Stunden? Wenn du das willst, wenn du die Wahrheit anerkennst, mir sind die 4 Stunden zu viel Aufwand, ich würde es nicht machen. Mir ist 1 Stunde zu viel Aufwand. Früher war ich da halb tot meditierte. Ich habe ewig meditiert. Aber später habe ich gesagt, hey Mensch, es ist so geil, im Leben zu leben, mit dem Bewusstsein, ich muss ja nicht immer irgendwo abtauchen in irgendein Bewusstsein. Und somit erschaffen wir immer wieder neu. Und ich will immer wieder neu erschaffen, dass Menschen dorthin kommen, wo ich weiß, da ist es lebenswert. Mhm. Wenn auf einmal, weißt du, wir lassen von den Sorgen ab und auf einmal kommen keine Sorgen mehr. Das ist ja geil. Stell dir mal das Leben vor, das ist ja nur toll. Bist du gerade in so einem Moment? Wenn ich jetzt sage, ich bin das, dann meine ich das ja wirklich so ungefähr seit, erfunden habe ich die Technik ungefähr vor 6 Jahren und ungefähr seit 4 Jahren habe ich das. 3 Jahren. 3 Jahren tippe ich. Das ist cool, das ist Leben. Okay, wenn das Leben ist, was bedeutet für dich, weil wenn du den Befreier in dir ja aktiviert hast und so wie du für Menschen da bist, ja, was ist für dich das größte Geschenk in deinem Leben? Das größte Geschenk in meinem Leben ist immer wieder, wenn ich teilnehme, egal in welcher Abteilung, wir haben da viele Abteilungen, sich persönlich bedanken oder einen Brief schreiben oder egal wie auch immer und erklären mir, was aus ihrem Leben passiert ist, wie sie das gewandelt hat, voller Dankbarkeit. Und das ist das größte Geschenk. Da geht es jetzt nichts drüber. Und was ist für dich, was bedeutet für dich schenken? Was auch immer? Generell das Wort schenken oder weil ich das für jetzt dich gerade als, gesagt was für dich, also schenken, was für also, dich schenken ist, was ja, das bedeutet für dich. Ja, schenken ist ja auch, wenn man jemandem eine Schachtel Praline schenkt. Aber wenn mir jemand seine Anerkennung schenkt, ehrlich, ganz ehrlich und authentisch,
dann würde ich sagen, du hast mir ein sehr, sehr großes Geschenk gegeben. Mhm. Mhm. Also ich habe was für dich. Für den Ewald, weil du hast ja gesagt, mit dem Fliegen, wir fliegen unter den Möglichkeiten. Und ich dachte mir, von Welt im Wandel und von meiner Seite... Peggy, du bist so lustig. Schenke ich dir gerne mal was als Dankeschön, dass du uns eingeladen hast auf den Day of Change. Ja, aber gerne, so wie den Rest ja auch. Ich darf aufmachen? Unbedingt. Zerrupfel's und mach mal ein bisschen Unordnung hier. Cool. Aber du lässt dir immer wieder was einfallen, gell? Naja, es ist ja für dich, weil du animierst uns alle. Du bist ja der Hammer, oder? Also, wenn ich das jetzt so sehe, ich sehe jetzt ein Cover, da sind Karten drin mit meinen... Wer bist du, der Weltreformer? Ja, du bist ja der Hammer. Wow! Ich habe deine Sätze genommen. Das ist ja Wahnsinn. Als Erinnerung, weil du Welt im Wandel auch immer wieder so beschenkst. Peggy, du bist die Bombe. Und vielleicht ziehst du uns eine für die Zuschauer. Okay, gerne. Ich mische nicht, weil du hast gesagt, du bist jetzt glücklich, du bist frei, okay, von, du erschaffst aus dem Moment. Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten. Und ein alter Weggefährte, der Ulrich Hergert, mit drauf, der ja überragend ist. Was denkst du darüber? Ja, da gebe ich ihm total recht. Ich arbeite ja gerne mit Musik, das weißt. Und Musik ist Schwingung, Musik ist Gefühl. Musik ist eine wunderschöne Geschichte. Ja. Peggy, vielen Dank. Gerne geschehen, weil Ewald, du bist auch jemand, der immer wieder Emotionen weckt. Und du hast ja auch den Gefühlsalchemisten, der für dich ja im Grunde immer auch mitschwingt. Ne? Dieser Weltreformer, Gefühlsalchemist und der Befreier sind ja archetypische Kräfte dir. Genau, wir haben da vier Day of Change-Themen. Also es gibt viermal im Jahr einen Day of Change, das ist... Beginnt immer im Januar, immer das letzte Wochenende, dann ist Ende April, Ende Juli, letztes Wochenende, Ende Oktober. Ist immer der gleiche Bereich, sind vier Themen. Der Gefühlsalchemist, das ist der, der seine Gefühle wirklich selbst bestimmt. Das ist natürlich unglaublich. Also wenn ich bestimmen kann, wie ich mich fühle, das ist... Das baut ja aufeinander auf. Das natürlich. Heißt, wir sind jetzt schon in der Stufe, wo der Befreier aktiviert werden kann erst. Nein, du kannst zu jedem Thema neu einsteigen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber am Schluss schließt sich der Kreis. Aber du kommst mit deinem Thema. Genau. Also, wir haben den Gefühlsalchemisten, wir haben den Befreier, das Leben ohne Sorgen, Ängste und Schuldgefühle. Wir haben das Leben des Erschaffers. Der kommt übernächste Mal dran. Jetzt entwickelst du eine Version von dir, die du gerne sein möchtest. Also Peggy 2.0. Ewald erschafft sich neu. Aber nicht nur, weil er das und das Geld hat, sondern wie denkt er, wie fühlt er, wie ist sein Lifestyle. Verstehst du, ich erschaffe eine neue Persönlichkeit. Das heißt, wir sprechen jetzt weniger oder gar nicht mehr über das, was nicht funktioniert. Gar nicht, das sondern gibt ja beginnen keinen Sinn. Jetzt kreativ zu spielen, uns zu erfahren, genau. Zu feiern, wir, zu tanzen. Schau mal, der Erschaffer, der geht ja wirklich her und er schafft sich so in einer Persönlichkeit, wo er sagt, die wäre geil. Ja. Und jetzt erschafft er die und die wird so. Ja. Die wird wirklich so. Also der, egal, was du haben oder wer du sein möchtest, den erschaffst du und das Leben richtet sich nach dir. Also es bildet sich wieder die Wahrheit. Zuerst die Wahrnehmung und dann die Wahrheit. Das ist immer das Gleiche. Und schauen wir, wenn wir alleine das erlebt haben. Ich muss ja immer auch wieder schmunzeln. So viele Menschen, es gehen ja immer mehr Menschen in diesen geistigen Bereich hinein. Also der kommt ja immer mehr. Wir sind in dieser Zeitalter des geistigen Entwickelns. Das ist ja Wahnsinn, was da jetzt im Moment schon passiert. Und das wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Die, wo vor Jahren gesagt haben, Humbug, da gehe ich gar nicht rein oder so, sind ja jetzt selber schon auf Seminare, hören sie Vorträge an und so. Ich meine, das kommt und kommt und kommt und kommt immer mehr. Ja. So, jetzt probieren wir wieder, uns irgendwie weiterzuentwickeln, zu erwachen. Ich weiß nicht, was das Erwachen ist, wo immer alle davon reden. Für mich ist... Es gibt tolles Leben, wo ich frei bin, wo ich mich als neue Persönlichkeit erschaffen kann, all das sein kann, was ich sein möchte. Das du dehnst dich im Grunde aus in deinem Leben, du dehnst dich aus in deiner Freude, in deiner Energie. Bingo. Schau mal, machen wir ein anderes Beispiel. Wir haben ja diese Abteilung Berufungsfindung und Umsetzung. Das heißt, wir bieten ja jedem Menschen ein kostenloses Berufungsfindungscoaching an. Total kostenlos, egal wie lange es dauert. Ich verspreche, wir finden deine Berufung. Über 100 Coaches haben sich dieser Aufgabe gewidmet und Tausende von Menschen haben mir dazu geholfen.
So, jetzt kommt aber. Jetzt kommt wieder jemand her und sagt, ja, ich bin ja schon seit 30 Jahren erleuchtet, ich bin auf alle Seminare und alles. Okay, wie geht's dir? Mir geht's super. Sag ich, was machst du als Job? Ja, das muss ich halt machen, aber das ist nicht so mein Leben. Mhm. Da war mir halb tot lachen. Sag ich, und warum setzt das nicht um? Mhm. Weißt du deine Berufung? Nein, weiß ich nicht. Finde ich witzig. Zum Zweiten, wenn er sie weiß, dann gehen die Sorgen, Ängste los und sagt, ja, ich möchte schon, aber das geht ja jetzt nicht. Ich bin ja jetzt in dem und dem Beruf. Ich habe ja mein Haus abzubezahlen. Aber da sind wir wieder beim Anfang, wo doch das aktiv ist. Genau, ja, ja. Darum sage ich, da siehst du mal, wie wenig wir uns erschaffen. Wir erschaffen uns in einem Job so lange, obwohl wir dafür eh nicht vorgesehen sind, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Warum? Gehen wir doch einmal den Weg und erschaffen uns neu. Dann habe ich aber auch gar kein Risiko nicht. Und ich kann dem Risiko aus dem Weg gehen, weil ich kann das Ganze parallel leben. Ich kann in meinem Job noch bleiben und erschaffe das andere. Mhm. Und wenn du es erschaffen willst, kann ich sagen, hurra, springe ich drauf. Aber du kannst jetzt natürlich auch eine neue, du hast ja jetzt auch dieses Sportcoaching. Mhm. Das heißt, auch da kommen jetzt so Aspekte rein, die wir vorher noch nicht hatten. Vor allem jene, die nur geistig unterwegs waren. Jetzt geht es um körperliche Betätigung, Erfahrung über die Grenzen, die eigenen Grenzen hinauszugehen. Ja? Also auch Sportcoaching im Sinne den körperlichen. Ja, Weg. Im Sportcoaching müssen wir unterscheiden. Also der Hermann und ich kümmern uns um den geistigen Bereich. Und ein Doktor der Medizin kümmert sich um die Bewegungsabläufe und um die Muskeln. Und aber so. Der Mensch selbst muss es ja tun. Ja, natürlich. Aber ja? Er bekommt beides Coaching, verstehst du? Und er kann ja wählen, wo taucht er stärker ein. Mhm. Wichtig ist nur, dass er halt dorthin kommt, wo er gerne sein möchte. Dass er nicht dorthin kommt, sondern dass er die Person ist, die er sein möchte. Das heißt, immer wenn ich sage, was willst du, dann sagt er, ja, ich will den und den Cup gewinnen. Die und die Goldmedaille gewinnen. Ja, sag ich, das meine ich ja nicht, sondern wer bist du? Da müsste man eigentlich sagen, ich bin der, der diese Sportart einfach lebt, genießt und dominiert. Oder erfindet, ja. Darum geht es ja, Erfinder zu werden, Forscher zu werden. Das entnehme ich jetzt deinen Worten. Ja, absolut. Und dass wir jetzt anfangen, nicht mehr, also das ist ja auch eine neue Form von Seminaren und von Bereichen. Wir machen jetzt Events, wo wir kreativ sind. Wir machen Events, wo wir schöpferische Ideen umsetzen, wo wir uns... Keine Ahnung, wo wir uns einfach die Ideen zuwerfen. Ich lache mich immer tot, wenn jemand auf ein Seminar geht und muss 3 Tage zuhören. Also erstens mal, ich bin schlecht im Zuhören. Und zweitens, alles, was wir gehört haben, wenn es nur so toll ist, verschwindet binnen 3, 4, 5 Tage, ist weg. Wir müssen erleben, wir müssen forschen, wir müssen mal schauen, wie weit können wir denn gehen. Wir werden wieder auf den Day of Change Experimente machen, wo ich selber sage, ich weiß es nicht, schauen wir mal, vielleicht können wir da einsteigen, vielleicht können wir es uns einbilden, vielleicht kann sich die Wahrnehmung verändern und somit die Wahrheit bilden. Und bis heute ist uns noch jegliches Experiment gelungen. Ich bin gespannt, wie weit es noch sich nach oben dreht. Oder wir gucken dann so und sagen, ach, wir haben Spaß mit unseren Luftballons, ja. Das ist doch das Schöne. Es ist ja, dass wir in alle Richtungen gucken. Ja, und eben, wenn immer Leute sagen, ja, jetzt ist geistig erwachen, ich fühle nur eine Liebe, dann wäre jetzt mir zu langweilig. Hm. Ich will leben, ich will alles haben und das ist geistiges Erwachen. Die Bewusstheit, dass ich wahrer Schöpfer bin, ich kann alles tun, alles. Aber du bist auch Mensch. Wir sind Menschen. Ich bin Mensch. Genau. Und der wo sagt, das ist zu hoch, der spinnt oder so, der ist nicht Mensch. Okay, das ist unmenschlich, weil wir sind als Schöpfer geboren worden. Wir haben diese Werkzeuge und das ist wissenschaftlich erwiesen, also nutze. Ja, Mensch ist was Tolles. Das heißt ja nicht, dass nur Mensch sein schwach ist. Mensch ist Mensch. Mensch ist was Tolles. Mensch ist überragend und darum regt mir auf, dass wir so klein von Problem zu Problem springen. Das ärgert mich, weil ich sage, in dir steckt eine Göttin, in dir steckt ein Gott. Was für ein Abschlusssatz. Wunderbar. Danke. Gerne, Eva, wieder super gern da bei dir, du weißt es. Danke, Eva. Danke fürs Geschenk. Und ja, the day of change für dich auch, immer wieder neu. Und ich zitiere jetzt einfach mal den Ewald. Liebe Zuschauer, wenn ihr Eier habt, kommt zum Eierlaufen. Tschüss und bis bald. Danke fürs Zuschauen.